Ja, hi ho, meine lieben Let's Play-Freunde zu einem neuen Sonntagsprojekt. Erstmal nochmal frohes neues Jahr nachträglich. Wir sind ja jetzt schon eine Woche im neuen Jahr, wenn das hier öffentlich erscheint am Sonntag. So, nachdem wir Undertale ja abgeschlossen hatten letztes Jahr, habe ich mir ein neues Sonntagsprojekt ausgesucht, was einen ähnlichen Epic-Faktor hat wie Undertale. Also ja, die Undertale-Story ist doch einem ziemlich unter die Haut gegangen teilweise, gerade als wir den Pazifisten-Run gemacht haben. Und deswegen habe ich jetzt ein kurzes Spiel mit einer ähnlichen tollen Story mir ausgesucht, nämlich To the Moon, wie man sehen kann. Und ja, To the Moon ist ein RPG-Maker-Spiel, also sieht aus wie ein RPG-Maker-Spiel auf jeden Fall. Und eigentlich bin ich ja nicht so der große Fan von RPG-Maker-Spielen, aber ich muss sagen, bei To the Moon, das ist mehr eine Art Visual Novel als ein richtiges Spiel, von daher gefällt es mir ganz gut. Also man hat nicht so viel zu tun, sondern darf eine ziemlich coole Story erleben, ähnlich wie in Undertale. Wo man ja eigentlich auch nicht so viel Herausforderung hatte, außer ein paar Mal das Hirnschmalz einschalten und ein paar andere nette Sachen. Und so ähnlich wird es in To the Moon auch sein. Und danach kann ich gleich mal vorwegnehmen, tun wir den zweiten Ableger von dem Entwicklerspiel, nämlich A Bird Story. Okay. Wir beginnen einfach mal. Ein neues Spiel. Und ich werde jetzt... Okay, kurz zur Hintergrundstory. Das ist eigentlich wichtig, bevor ich jetzt beginne. To the Moon spielt ein Stück weit in der Zukunft, wo es ein medizinisches Unternehmen gibt, das sterbenden Leuten ermöglicht, mit Erinnerungen zu sterben, die sie sich gerne wünschen. Also sie möchten nicht mit ihren eigenen Erinnerungen sterben, sondern hätten gerne angepasste Erinnerungen. Und wir spielen zwei Wissenschaftler dieses Unternehmens, die einem Mann die Erinnerung geben sollen, zum Mond zu fliegen. Also einem alten Mann, der gerade im Sterben liegt. Weswegen die Story emotional sehr tiefgründig werden kann. Wenn man da so in die Erinnerungen eintaucht. Also gut, dann legen wir mal los und beginnen ein neues Spiel. To the Moon ist übrigens für mich nicht blind, im Gegensatz zu A Bird Story. To the Moon habe ich schon mal bei einem anderen Let's Player gesehen. Und ja, es wird einige lustige und auch einige sehr traurige Stellen geben in dem Spiel. Das kann ich auch schon mal verraten, aber mehr verrate ich nicht zur Story jetzt mal. Wir erleben die Story einfach mal. Und der Autounfall. Haben sie sehr toll hingekriegt. Ja, das sind unsere beiden Professoren, Dr. Rosalyn und Dr. Watts. Und Dr. Watts hat wohl scheinbar das Auto gegen den Baum gefahren, als er versucht hat, dem Eichhörnchen auszuweichen. Wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm, der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Ja, klar. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben sein Lieblingsfake neu gerettet, so Krise abgewendet. Gut, dann kannst du ja alles so in deinen Bericht schreiben.
Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. So, Steuerung ist ganz simpel. Wir bewegen uns mit Linksklick. Wir könnten natürlich auch mit der Tastatur steuern. Ausrüstung erhalten. Hab das Mistding. Lass uns losgehen. Ja, und mit der rechten Maustaste können wir uns unser Inventar angucken. Hier oben ist ein Patientenmonitor, der im Augenblick offline ist. Hier sehen wir unsere beiden Charaktere, Dr. Neil Watts und Dr. Eva Rosalyn. Und ihre Fachbereiche bei der Sigmund Corporation. Also er ist technischer Spezialist. Und sie hat es mit dem Gedächtnis verfuschen. Notizen haben wir noch keine. Im Inventar haben wir unsere Ausrüstung. Eine so schwere Kiste kann nur wichtige Dinge enthalten. Ja, wir speichern mal kurz. So. Und kehren zurück. Also ja, mit Maus ist besser zu spielen. Eine brandheiße Karre, weil wir genau sehen können, was wir anklicken können. Zitze. Ach, hör schon auf. Ich habe das Auto zu Schrott gefahren, nur um auszuweichen. Was hätte ich sonst tun sollen? Ausweichen und das Auto nicht zu Schrott fahren. Das ist ein bisschen viel verlangt. Ja, wir können auf der Straße entlang gucken. Und können uns das Schild angucken. Weg zum Haus der Wilds. So ein Schild aufzustellen, wenn man mitten im Nirgendwo lebt, das ist ja fast schon eine Einladung für Einbrecher. Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Oh, wie nett von ihm zu existieren. Ja, der Sarkasmus der Wissenschaftler. Okay, das heißt hier lang. Hey, warte mal, was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Ja, genau, die Schrottkarre noch zusperren. Wie du immer an mich denkst. Ja, fast wie ein altes Ehepaar, die beiden. Ja, wir können den Vogel anklicken. Und da versperrt uns ein Fels den Weg. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das ihr Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal. Wer sagt zur Gurke nochmal? Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Mission abbrechen, ja. Du weißt, dass wir nicht bezahlt werden, wenn wir nicht durchkommen, oder? Hm, ich könnte schon etwas Kleingeld gebrauchen, den Ikea-Katalog weiter post. Einen Ast finden. Ein Ast wird reichen. Wie auf einmal da ein Ast liegt. Ast erhalten. Yay. Okay, hoffentlich funktioniert das. Was war das? Das hast du auch gesehen? Sowas wie ein Ball. Na gut, egal, wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja, genau. Oh, Eichhörnchen. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Gut, wir haben gerade den Ball mit einem Ast zerstochen. Das sind so die humorvollen Sachen. Außerdem ist die Wegfindung mit der Maus besser, was ich noch anmerken möchte. Mit der Tastatur bleibe ich zu oft hängen. Gut. Wir können uns hier draußen noch ein bisschen umschauen. Da hinten ist ein Leuchtturm. Da kommen wir aber von hier aus nicht hin. Wir müssen eher hier anklopfen. Mom, Sie sind da.
Wie sie erstmal aus dem Fenster schielt, um zu sehen, ob wir da sind. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Da geht noch was. Nachtschichten liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augenlider werden. Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Ja, er ist Professor, aber er ist ein Idiot. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Erster Akt. Ich habe es noch niemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Dr. Watts und Dr. Wursele nehme ich an. Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem, ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann. Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben, sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also dann schnapp dir den Kopf und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadensersatz. Ausrüstung gehalten. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Nö. Wir gucken uns erstmal um. Der Patient wartet oben, wir verschwenden besser keine Zeit. Da liegen Brote im Brotkorb. Phil River. Johnny H. Wilds. Was ist das denn für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. Jo. Nach oben. Ja oder nein? Nein. Oder doch? Ja. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Das ist nicht fair, du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten. Ja, und ich muss sagen, die Musik in dem Spiel klingt sehr schön. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, komm schon. So, ab durch die Tür. Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit Ihnen bleibt, aber ich würde mich beeilen. Ich werde seine Werte überwachen. Fangen Sie einfach an. Wollen Sie aufbauen? Erstmal umsehen. Ach, ich glaube, ich möchte dieses unfassbar schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen. Aber danke der Nachfrage. Ja, also das ist John. Sein Arzt, seine Pflegerin. Eine Auswahl medizinischer Fachartikel. Oder ein ziemlich großes, schickes Haus.
Gehen wir mal hier rein. Das ist das Badezimmer. Hier drin ist sonst nichts zum Anklicken, außer die Lampen zum Ein- und Ausschalten. Und hier sind ein paar Bilder. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Also ja, hier ist einer sehr malerisch aktiv. Wir könnten wieder runtergehen, aber das wollen wir dem armen Watt nicht antun. Wir können uns noch die Uhr angucken. Also es ist 11 Uhr. Gut, dann bauen wir mal auf. Wollen Sie aufbauen hier? Ja, dauert nur einen Augenblick. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Jawohl, eher nicht. Oh Mist. Reine Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, hat er noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacke werden auch immer abgedrehter, was? Also, ist das möglich? Kommt darauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Sonny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, können Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hat Sie beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Wer soll losgehen und das Haus durchsuchen? Charakterauswahl. Ja, mit Dr. Watts kenne ich das schon aus dem Let's Play. Auch wenn es schon eine Weile her ist. Also nehme ich Dr. Rosalyn. Danke für das Angebot, aber ich bin voll damit ausgelastet, einen Backenabdruck auf diesem Stuhl zu hinterlassen. Gut, weitermachen. Tommy und Sarah können Sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Tommy und Sarah können Sie im Haus herumführen, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihm bleibt, aber ich würde mich beeilen. Wenn ich Sie unterstützen kann, sagen Sie Bescheid. Na ja, gut, hier oben haben wir uns umgeschaut. Warten Sie, kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe hier etwas für Sie. Jo, gehen wir nochmal zu ihm. Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Danke, ich wollte Sie gerade danach fragen. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Jo, das sehen wir jetzt hier oben. Ist Johnny. Und da ist das Kardiogramm. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt nach unten und reden mit den Kindern.